Naja. Ta-ta-ta-ta. Sprechen wir nochmal. Sprechen wir nochmal mit ihm. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo. Wilbur. Ich soll den Roboter aus der Kiste auspacken und auf die Jagd nach einer Ratte schicken? Genau. Sollte für dich als... Ich hab's aber nicht so mit... Ja, das wissen wir schon. Wissen wir schon alles. Ich kümmere mich... Ja? Immer zu. Ich meine, irgendwas muss doch hier noch sein. Ux, die Abfälle scheinen dem X100 geschmeckt zu haben. Jetzt muss ich ihn nur noch dazu bringen, auch wie eine zu jagen. Mag er alles nicht. Mit dem kann ich hier nichts kombinieren. Irgendwie Bier abzapfen oder so, das war jetzt mein Grundgedanke, aber das geht nicht wirklich. Eigentlich haben Zwerge einen Sinn für schöne Architektur. Aber wenn es um die Bierversorgung geht, werden schon mal Kompromisse gemacht. Kann ich das jetzt hier irgendwie? Nee. Mensch, es gibt doch nicht. Übersehe ich hier gerade irgendwas? Eine diebische Ratte. Verschlagen und gefährlich. Irgendwas übersehe ich hier. Kellermeister, geh in die Küche. Ich will aber nicht unbedingt in die Küche gehen. Ich will die Ratte, Ratten noch untersuchen. Die Ratte hat sich durch das Holz gefressen. Da hängt noch etwas Fell an einem Splitter. Das nehme ich mit. Meine Güte, da suchst du 1000 Stunden lang und dann ist es doch so einfach. Also, Fell gebe ich jetzt dem Roboter. Und nun noch das Fell als Quelle für Ratten-DNS. War doch gar nicht so schwer. Oh. Und weg ist sie. Die kommt so bald nicht wieder. Aufgabe gelöst. Ich hab gedacht, er soll sie fangen. Ja, gut, dann sag mir das immer mal. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Will. Die Ratte ist weg. Die Ratte hat ausgespielt. Ich hab's gesehen. Schon Wahnsinn, was ihr Gnome so austüftelt. Der Ratte durfte auf jeden Fall der Appetit auf meinen Hopfen vergangen sein. Die kommt so bald nicht wieder. Darf ich denn jetzt Feierabend machen? Ja, klar. Komm gut nach Hause, mein Kleiner. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Bis später, Junge. Okay. Dann dürfen wir jetzt gehen. Zu sehen gibt's... Ja, vielleicht schauen wir da nochmal rein. Ehrlich gesagt fasse ich da ohne guten Grund lieber nicht rein. Wer weiß, was die Ratte da alles drin versteckt hat. Vielleicht vergammelte Nahrung oder bereits verdaute Nahrung. Oder noch mehr Ratten. Das wird hier der Kellermeister sicher herausfinden, wenn das noch mehr wäre. Der X100 ist ein ziemlich guter Rattenjäger. Ich hoffe nur, er hält mich nie für eine Ratte. Ja, sag mal dabei, jetzt gehen wir mal raus. Vielleicht ist da irgendwas. Wieder ein Tag vorbei. Und wieder habe ich keine Prinzessinnen gerettet, keine Drachen bekämpft und keine Orks gejagt. Eine Ratte habe ich in die Flucht geschlagen. Und das nicht mal alleine, sondern mit einem vollautomatischen Roboter. Na, es braucht wohl etwas mehr, bis meine Statue neben der von Ritter Thilo in der Halle der Helden steht. Aber ich werde es schaffen. So automatisch war der Roboter jetzt auch wieder nichts. Aber naja. Oh oh. Ups. Hey du, Junge! Du musst mich hier herausholen! Schnell! Bitte! Ich bin entführt worden! Eine Elfe hat mich befreit! Sie wollen... So glaube mir doch! Ich habe den Schlüssel zu etwas, das den Krieg entscheiden kann! Hör zu, Junge! Es ist zu spät! Siehst du diesen Ring? Er ist der Schlüssel!
bringe ihn zum Erzmagier der Menschen in die Stadt Seefels. Hörst du? Aber... Unser aller Schicksal hängt davon ab! Tja. Jetzt haben wir auch noch den Herr der Ringe dabei. Ach ja. Oh Mann, das glaubt mir doch niemand. Ich kann doch unmöglich allein bis ans Meer zur Stadt der Menschen reisen. Ich brauche Hilfe. Ich sollte den Kellermeister um Hilfe bitten. Oder Opa, der hat für die Allianz gekämpft. Tja, dann machen wir das mal. Schauen uns mal den Ring an. Ein schwerer goldener Ring. Er fühlt sich warm an. Mhm. Auf der Innenseite sind feine Schriftzeichen zu erkennen, doch ich kann sie nicht lesen. Tja, das wird ja immer besser hier. was gibt's denn hier Schönes? Betrachte die aufgespaltene Plane. Die Planen sollten den Steinmetzen wohl etwas Schutz bieten. Sie müssen einiges aushalten, wenn sie bei Wind und Wetter dort hängen. Mhm. Was gibt's da noch alles Schönes? Da kommen wir wieder in die Zwergenbastion. Nimm die aufgespannte Plane. Da klettere ich lieber nicht hoch. Da ist alles vereist. Wahrscheinlich würde ich mir den Hals brechen. Na, wenn der Gremlin gerade aus der Höhe runtergeflogen ist und sich nichts getan hat, dann wird das dir wahrscheinlich auch nichts tun. Die Bastion sieht so schon beeindruckend aus. Dabei wurden viele der Hallen und Gänge nie fertiggestellt. Eiszapfen. Natürlich ist es hier in den Bergen das ganze Jahr ziemlich frisch. Aber dieses Jahr hat der Winter besonders früh zugeschlagen. Naja, dann... Da gibt's noch was, eine Rolle. Eine zusammengerollte Plane. Vermutlich eine von denen, wie sie hier überall hängen. Kann man die mitnehmen? Ja. Jetzt haben wir die Plane auch dabei und die Eiszapfen können wir auch mitnehmen. Hat funktioniert. Ich hab einen. Hoffentlich schmilzt der jetzt nicht hier drin. Die Zwergenstatue. Vermutlich zeigt die Statue einen berühmten Zwergenführer. Aber mit der Geschichte des kleinen Volks kenne ich mich nicht aus. Des kleinen Volks? Dabei ist der Gnom noch kleiner. Uiui. Also, was haben wir denn hier noch? Wir können hier nur noch wieder reingehen. Und da ist anscheinend unsere Wohnung. Dann gehen wir da mal rein. Zumindest, wir gehen da mal hin. Das ist der Eingang zum Gnomenbau meiner Familie. Wir leben schon seit Generationen hier oben. Ja, dann geh mal rein. Ziemlich kalt hier draußen. Lustig. Da geht's nach draußen. Was ist das? Eine Erfindung von meinem Dad. Er nennt es Zeitmessometer. Es unterteilt den Tag in 2x12 Stunden und zeigt an, in welcher Stunde wir uns befinden. Aha, eine Uhr. Die ist kaputt, die Lampe. Auch so eine Erfindung von Papa. Er nennt es Elektrizität oder so ähnlich. Hat irgendetwas mit Hamstern zu tun. Die guten Hamster. Stuhl. Ein Stuhl. Keine Erfindung von deinem Dad? Was ist hier? Das Tor ist Teil von Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Dahinter befindet sich so eine Art Parkhaus für Räume. Hä? Parkhaus für Räume? Kann man es mit denen hier steuern? Das ist die Steuerung von unserer Wohnraumoptimierungseinheit. Mein Vater hat sie erfunden. Kann man da was machen? Das ist mein schönes Zimmer. Ach, ist das dann so ein Ding, was hoch und runter fährt und je nachdem, was man hier für einen Hebel zieht, tatsächlich, ja, Schlafzimmer? Das ist der Hebel fürs Schlafzimmer meiner Eltern. Aha, ich kann ihn nicht benutzen, solange sie nicht da sind. Da ist ein Schloss drum. Die werden schon wissen, warum. Ja, Maggies Zimmer, wer ist Maggie? Das ist der Hebel fürs Zimmer meiner kleinen Schwester. Den fasse ich nicht an. Okay. Sie konstruiert Kampfroboter und hat durchblicken lassen, dass sie ihre Privatsphäre zu schützen versteht. Ja, kann ich verstehen. Und jetzt? Hebel fürs Gnomenzimmer. Achso, das war der hier. Dann machen wir mal den Küchenhebel. Unsere Küche. Okay. Kann man da irgendwas machen? Getreidemühle. Unsere Getreidemühle. Mutter achtet sehr auf unsere gesunde Ernährung. Wir werden alle einmal groß und stark werden.
Verhältnismäßig. Natürlich, natürlich. Was gibt's hier noch? Blaue Flasche. Meister Merlins antibakterieller Küchenreiniger. Und der Schmutz ist wie weggezaubert. Wenn ich doch auch nur zaubern könnte wie Merlin. Oder ein anderer Haushaltsreiniger. Tja, wenn die zaubern könnten, das wäre super. Messerblock. Mama hat die Messer vorsorglich versteckt. Seit Opas Messerwerfertraining letztes Jahr traut sie uns nicht mehr. Tja. Da ist aber trotzdem irgendwas, eine Schere. Schere kann man immer gut gebrauchen. Und das Ding nehmen wir auch mit. Man weiß ja nie, wo wir putzen müssen. Kühlschrank öffnen. Was ist da? Die Musik ist aus. Eine hellblau leuchtende Flüssigkeit. Sieht irgendwie ungesund aus. Ungesund ist gut, nehmen wir mit. Meine Mama hat Superdünger draufgeschrieben. Wahrscheinlich eines ihrer Genetikexperimente. Ist die Biologin? Na, darin scheint es nichts mehr zu geben, außer die Getreidemühle. Im Trichter liegt noch etwas Getreide. Gerste, glaube ich. Nimm mit. Aber jetzt ist hier wirklich alles weg. Also anscheinend muss man hier so oft klicken, bis wir alles einmal angeklickt haben oder bis nichts mehr zur Verfügung steht. Schauen wir mal das hier draußen an. Die Zahnräder gehören zu Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Die Maschine belegt insgesamt 3 Zimmer in unserem Bau. Ja, das ist ordentlich. Jetzt machen wir nochmal ganz kurz sein Zimmer hier. So, und da gibt es bestimmt auch irgendwas, was wir holen können. Schauen wir uns mal den Rucksack an. Mein alter Pfadfinder-Rucksack. Ziemlich robust. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, er könnte größer sein. Naja, hat Rucksack so an sich. Nehmen wir mit. Ob ich Taschen und Beutel in den Rucksack stecken kann, um damit seine Kapazität zu erhöhen? Tja, rausgefunden. Wir können das Zeug hier reinstecken, wenn wir es nicht brauchen. Denn das Inventar scheint jetzt hier schon ziemlich voll zu werden. Also ist da unten Tennisschläger. Mein alter Tennisschläger. Ich war allerdings nie sonderlich gut. Nimm mit. Die Seiten fehlen. Wofür habe ich die denn mal gebraucht? Den Schlüssel kann man nicht mitnehmen. Sonst gibt es anscheinend nichts mehr. Nee, tatsächlich. Also können wir hier wieder rausgehen. Den Teddybären lassen wir da. Sicher ist sicher. Was ist denn das hier? Komm, umdrehen. Kollege, umdrehen. Hey, mein mechanischer Flugfisch Nemo. Was machst du denn hier? Das ist eines der wenigen technischen Geräte, das ich selbst gebaut habe. Naja, um ehrlich zu sein, eigentlich Vater und meine Schwester. Aber ich habe zugesehen. Naja, Ansichtssache, ne? Nimm mal mit. Oder auch nicht. Lustig. Jetzt hat. Er funktioniert immer noch. Ein solides Stück Gnomentechnologie, möchte ich sagen. Auf jeden Fall. Können wir den mitnehmen? Nein, nicht da reingehen. Den da. Da komme ich nicht dran. Geh auf den Stuhl. Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Ja, steig halt drauf. Geht nicht. Ja. Das hier haben wir auch schon angeschaut. Dann sehen wir uns nochmal den Topf hier an. Vielleicht ein Blumentopf mit Blumenerde. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Ja, damit hat sich das auch schon erledigt. Vielleicht hätten wir jetzt hier den Superdünger da reingießen können. Warum sollte ich Blumenerde ohne eine Pflanze darin düngen? Ja, dann vielleicht Gerste. Ich weiß schon nicht, was ich mit der einen Hand voll Gerstenkörner anfangen soll. Wozu brauche ich dann zwei? Wieso sind da Gerstenkörner drin? Ah, Blume. Die Pflanzen gehören Mama. Sie züchtet eine Menge von diesem grünen Zeug. Sie versucht, Pflanzen genetisch so zu verändern, dass sie hier oben in der kalten Bergwelt leben können. Ja, das ist sinnvoll. Vielleicht mag ja der hier Dünger. Nee, mag er nicht. Na gut. Dann was ist das? Meine Mutter ist eine richtige Hausfrau. Sie beschäftigt sich mit Chemie, Biologie, Genetik und so ein Kram. Was Hausfrauen halt so täglich machen, ne? Das ist, Da geht's nochmal nach unten. Schauen wir mal das Bild hier an der Wand an. Das ist meine Familie. Momentan halten aber nur Opa und ich hier die Stellung. Die anderen sind alle auf einer Technikmesse im Süden. Mein Vater ist Mechaniker und Physiker. Er beschäftigt sich vor allem mit, Dingen. Mutter ist einfach Hausfrau. Und Genetikerin. Das Baby ist meine kleine Schwester Sydney. Ich denke, sie wird auch Forscherin. Sie hat mit einer Rassel und einem Gummiball die Datendurchsatzrate ihres Babyphones verdoppelt. Meine kleine Schwester Maggie ist der ganze Stolz meiner Eltern.
Sie beschäftigt sich vor allem mit Robotik, Kampfroboter, um genau zu sein. Opa ist Kriegsveteran und betreibt geheime militärische Forschung, wenn Papa ihn mal in die Werkstatt lässt. Wie es scheint, bin ich als Einziger aus der Reihe gefallen. Ich würde lieber hinaus in die Welt und Zauberer werden. Ein Held wie Ritter Thilo, aber, naja, bisher fehlte mir der Mut. Das Baby ist also auch mit auf der Technikmesse. Schauen wir nochmal die Blumenerde hier an. Sieht nicht so aus. Okay. Vielleicht will das Ding ja mit Müll gedüngt werden. Nein, will es nicht. Da geht eigentlich gar nichts. Der Fisch will auch nichts haben. Plane. Schauen wir nach unten, was da so ist. Und abwärts. Ah. Ein Aufzug. Da ist er ja. Halt! Wer da? Hallo Opa, ich bin's. Das glaube ich kaum. Wie lautet die Parole? Parole? Was für eine Parole? Parole? Ich weiß nichts von einer Parole. Schlechte Antwort. Bereite dich auf dein Ende vor, Halunke. Es ist wichtig, Opa. Das ist die Parole auch. Wir sind im Krieg, verdammt. Der Krieg duldet keine Nachlässigkeit. Also, Parole? Wuschelhäschen. War es Wuschelhäschen? Das hättest du wohl gerne. Stirb, Made. Es ist wichtig, Opa. Das ist die Parole auch. Also, Parole. Dann wird es wahrscheinlich der atomare Erstschlag sein. Atomarer Erstschlag, Sir. Korrekt. Was willst du? Ich habe einen Ring von einem Gremlin bekommen. Er sagte, der sei sehr wichtig. Der Ring soll so schnell wie möglich zum Erzmagier gebracht werden. Ein Ring? Hast du ihn auf Kontamination überprüft? Auf Flüche? Verhexungen? Gift? Aber was frage ich? Natürlich hast du. Niemand würde einen Ring von einem Gremlin annehmen und ihn nicht auf Flüche untersuchen. Eben. Gefährliche kleine Monster, diese Gremlins. Man darf sie nicht nach Mitternacht füttern, weißt du? Der Gremlin sagte, dieser Ring könne den Krieg entscheiden. Den Krieg entscheiden? Das wäre ja... Wo ist der Gremlin? Er wurde entführt. Gerade so konnte er mir den Ring noch zustecken. Der Erzmagier soll ihn so schnell wie möglich bekommen. Der Erzmagier? Ja. Er wird wissen, was zu tun ist. Darauf haben wir gewartet. Dafür haben wir trainiert. Dies ist die Stunde, in der aus dicklichen kleinen Jungs echte Männer werden. Die Stunde der Ehre, die Stunde des Ruhms. Unsere Stunde. Aber wieso dicklich? Jeder weiß, was er zu tun hat? Nein. Dann machen wir es so. Wo geht denn der hin? Achso, der bleibt da jetzt, oder? Nee. Ich will die Plane wahrscheinlich wegmachen. Opa mag Geheimniskrämerei. Ich glaube, er hat Angst vor den Spionen der Schattenarmee. Was gibt's denn da alles noch? Ein U-Boot. Das ist eine tolle Erfindung von Opa. Ein Schiff, das unter Wasser fahren soll. Untergehen tut es schon. Ja, kann man ja noch üben. Der Spind lässt sich nicht öffnen. Er wurde bei der verheerenden Frühjahrsexplosion vor 2 Jahren stark beschädigt. Aha. Was ist das? Das sind Leuchtquallenlampen. Man muss die Quallen nur alle paar Wochen füttern, dann geben sie jahrelang Licht. Glühwürmchen anderer Natur. Teile von irgendwelchen Maschinen. Wenn es sinnlos ist, kommt es von Papa. Wenn es kaputt ist, von Opa. Und wenn es gefährlich ist, von meiner Schwester Maggie. Tja, so weiß man immer, woher es kommt, ne? Ein alter Verlängerungsarm. Sehr praktisch, wenn man zu klein ist, um an Gegenstände heranzukommen. Ein weit verbreitetes Problem bei uns Gnomen. Den können wir doch eigentlich mitnehmen, oder? Ja, tatsächlich. Das geht. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Eine Werkzeugkiste. Das ist Papas Ersatzwerkzeugkiste. Sein normales Werkzeug, sein Reisewerkzeug und sein feines Ausgiehwerkzeug hat er mitgenommen. Ein Ausgiehwerkzeug? Mitnehmen. Mal sehen, was haben wir hier? Schraubenschlüssel, Zangen, Ogerfett, ein Taurenfuß, ein Fluchmessgerät. Ich nehme einfach die ganze Kiste mit. Eben. Apropos Fluchmessgerät,
Werkzeug mit Ring. Nein, geht nicht, okay. Was gibt's denn hier sonst noch Schönes? Silbernes Seil. Ein dünnes, silbriges Elfenseil. Es ist sehr leicht und beinahe unzerreißbar. Komm, nimm mit. Kann man immer gebrauchen. Dann, was gibt's denn hier noch Schönes? Einen Schraubstock. Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Ja, da gehen wir uns nicht drauf weiter ein. Eine gewaltige Maschine, selbst für Opas Verhältnisse. Er nutzt es wirklich aus, dass Mama und Papa nicht da sind.